Die Trading-Welt-Army schlägt wieder zu. Am 23. Januar haben wir mit euch eine Idee geteilt auf unserem Facebook-Live-Blog, dass der Out-Yen in einem aufsteigenden Dreieck nach unten ausbrechen könnte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon ein klares Verkaufssignal vom Bullpower-Signal-Verindikator und über 1000 Menschen konnten uns dabei zuschauen, wie wir dann letztendlich versucht haben, in den letzten Tagen den Out-Yen nach unten zu handeln. Der Durchbruch hat etwas auf sich warten lassen und trotzdem möchten wir natürlich jetzt gemeinsam hinter die Kulissen blicken und ich werde mit euch auch in einer kleinen Präsentation noch einmal durchgehen, wie ich letztendlich den Out-Yen gehandelt habe. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Es gibt sicherlich wieder einiges zu lernen, von daher bleibt dran und wir starten jetzt durch. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris von Team Trading Welt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Ja, es ist jetzt rund eine Woche her, dass wir unsere Trading-Idee im Out-Yen mit euch geteilt haben. Und das Ganze war natürlich auch ein längerfristiges Setup, denn wir hatten es im 4-Stunden-Timeframe mit einem aufsteigenden Dreieck zu tun und dementsprechend war Geduld hier tatsächlich das Maß der Dinge. Denn so leicht, wie wir uns das erhofft hatten, hat uns das Währungspaar das Ganze natürlich nicht gemacht. Und so wurden wir auch immer wieder ausgestoppt. Insgesamt dreimal brauchten wir neue Anlaufversuche, um hier letztendlich den perfekten Entry, das perfekte Timing zu finden. Aber wir schauen noch einmal ganz kurz rein, wie wir das Ganze angekündigt hatten. Hier seht ihr es nochmal vor einer Woche, das Ganze im Out-Yen. Und das Feedback von euch zu dem letzten Video, das war auch wieder souverän. Also wirklich unfassbar schöne Kommentare von euch bekommen und darüber freue ich mich eigentlich immer am meisten, denn so macht die Zusammenarbeit einfach mit euch innerhalb der Community auch am meisten Spaß, wenn man da einfach mal ein schönes Feedback für seine Arbeit kriegt. Aber wir gucken jetzt, was ich hier gesagt hatte in diesem Video und dann werden wir das Ganze systematisch auseinandernehmen und uns natürlich das sensationelle Endergebnis gemeinsam anschauen. Also, hören wir mal ganz kurz rein, was ich dazu sagen hatte. Und hier oben haben wir einen aktiven Orderblock, der diese ganze Abwärtsbewegung ausgelöst hat. Und unsere Idee ist es jetzt, aufgrund dessen, dass wir immer wieder leicht steigende Hochpunkte hatten, aber nicht mehr dynamisch nach oben rausgegangen sind, dass wir tatsächlich hier nach unten ausbrechen können. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon ein Verkaufssignal und wir sind immer noch guter Dinge, dass der Audi-AB tatsächlich hier im 4-Stunden-Timeframe bald nach unten crashen könnte. Das ist das Entscheidende. Genau, in dem Moment kann ich auch wieder stoppen. Hier nochmal den Disclaimer kurz mitgenommen. Genau, also es ging darum, dass wir einen Ausbruch nach unten sehen möchten. Und ich würde vorschlagen, damit wir das Ganze noch besser verstehen, schauen wir jetzt in die Präsentation, die das aufsteigende Dreieck richtig handeln. Ja, und da holen wir uns zunächst einmal den Blankoschart einfach daher, damit wir besser verstehen können, wie so ein Setup letztendlich auch entsteht. Und dafür haben wir uns den Out-Yen jetzt hier so reingelegt, wie wir ihn vorgefunden hatten, als noch gar kein Setup bestand und noch gar keine technischen Analysen hier gemacht wurden. So, und an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz auf eine Nutzerfrage eingehen, denn da wurden wir gefragt, ja Chris, welche Indikatoren nutzt du denn? So, und dann sage ich natürlich immer, ja, ich benutze das Bullpower-Template und das seit 4 Jahren. Und da sind einfach so ein paar Tools und Hilfsmittel mit dabei, die mir die charttechnische Analyse erleichtern. Wie zum Beispiel der Bullpower-Signalfall-Indikator oder der Kaufkraft-Indikator, RSI, Pivot-Level, die Bullpower-EMA. Und das ist alles in einem Tool und dementsprechend fühle ich mich damit gut aufgestellt. Und das sind auch einfach die einzigen Werkzeuge, die ich brauche, um eine vernünftige charttechnische Analyse zu machen. Und deshalb handle ich seit 4 Jahren mit dem Bullpower-Template. Den Link dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann auch nochmal genauer informieren, was das Bullpower-Template ist und was es kann. So, aber das nur kurz am Rande erwähnt. Also, das aufsteigende Dreieck. Wir fangen an und zwar mit einem Orderblock. So, der Orderblock ist letztendlich eine Zone, in der viele Orders ausgelöst werden, also viele Verkäufer in dem Fall, denn wir schaffen es von hier aus neue Tiefpunkte zu machen und sehen ja Break of Structure zur Unterseite. Das heißt also, von hier aus ist diese ganze Abwärtsbewegung ausgelöst worden. Und das ist für uns immer recht wichtig, denn das sagt uns, okay,
In dieser Zone könnten potenzielle Verkauforders liegen. Weshalb wir sagen, okay, das ist halt ein Grundsatz des Smart Money Concept. Wenn wir da wieder reinlaufen, könnten diese noch ausgelöst werden, die zum Beispiel übrig geblieben sind beim ersten Kursrutsch. Und da lassen sich dann wieder Verkäufer einstoppen. Und deshalb sind das potenzielle Verkaufszonen für uns, wenn wir von unten wieder ranlaufen. So, wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, wie nähert sich der Kurs denn so einem Orderblock? Macht er das Ganze korrektiv oder dynamisch? Wenn wir dynamisch gegen so einen Orderblock gegenlaufen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir tatsächlich auch durchkacheln können. Wenn wir hingegen so korrektiv steigen, mit leicht aufsteigenden Tiefpunkten, wie wir es jetzt hier gerade sehen, schön animiert durch die Pfeile, dann entstehen hier unten jede Menge Stops. Denn hier unter legen die Retail-Trader ihre Stops. Und was bedeutet das für uns? Naja, die Banken und Großinvestoren, die Market Maker, die lauern nur darauf, dass hier immer wieder neue Retail-Trader reinkommen, die hier halt ihre Position absichern, wenn sie quasi wieder dem Aufwärtstrend folgen wollen. So, und dann kommt es zu einer Entscheidungszone. Und das ist genau das, was wir quasi mit euch geteilt haben. Es gibt hier zwei Optionen. Entweder die Market Maker sagen, okay, hier unter ist ein fetter Liquidity Pool, da haben sich viele Stops angesammelt, dann werden wir den Kurs nach unten jagen, beziehungsweise durch ja, unsere Leerverkäufe so hingehend dahin steuern, dass wir an den ganzen Retail-Tradern und an uns kleinen Tradern natürlich auch Geld verdienen. So, das heißt, wir lassen den Kurs hier schön nach unten rutschen. Oder aber der Kurs schafft es, den Orderblock nach oben rauszunehmen. Das ist ein Entscheidungslevel. Und hier kommen halt auch dann solche Indikatoren mit ins Spiel, die das Ganze interessant machen. Denn dadurch haben wir einen Vorteil, was die Wahrscheinlichkeiten angeht. So, und wenn uns jetzt die Indikatoren sagen, ja okay, wir haben hier ein klares Verkaufssignal vom Bullpower-Signal für einen Indikator. Oder auch die COT-Daten sind auf unserer Seite. Ja, da geht es dann schon wieder in die fünf magischen Grundgesetze, nach denen wir ja letztendlich die meisten unserer Basiswerte aussuchen. Aber trotzdem sind das potenzielle Zonen, die müssen wir unbedingt als Trader auf dem Schirm haben. Vor allen Dingen dann, wenn wir intensiv und impulsiv nach unten gelaufen sind und dann systematisch hier in diesem aufsteigenden Dreieck nach oben laufen und solange der Orderblock hier oben im oberen Bereich nicht durchbrochen wird, ist das Ganze für uns eine klare Short-Gelegenheit. Das Ganze kann sich natürlich mal ein bisschen ziehen. Vor allen Dingen, wenn wir hier im 4-Stunden-Timeframe unterwegs sind, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir die Idee posten und der kachelt hier sofort nach unten. Nee, da braucht man einfach mal ein bisschen Geduld. Und wenn man sowas dann handeln möchte, dann natürlich im oberen Bereich. Das ist immer die beste Möglichkeit, um hier oben, hier seht ihr es an der leicht gestrichelten Linie, da unsere Position zu eröffnen. Wenn der Kurs da tatsächlich nochmal hinkommt, ist immer die beste Grundvoraussetzung, um für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu sorgen. Und je geringer das Risiko ist, was wir haben, ja, das heißt also, wenn wir hier oben in den Bereich reinkommen, dann haben wir natürlich schneller Feedback. Denn wenn der Kurs hier dann relativ zeitnah weiter steigt und hier diese Hochpunkte nach oben rausnimmt, ja, dann wissen wir doch, okay, das Timing stimmt hier einfach noch nicht. Von daher kann ich mich dann auch sehr schnell wieder verabschieden, gegebenenfalls hier auch Break-Even rausspringen. So, aber das sind halt alles Techniken, die lernen wir in unserem Cash-Konzept, die lernen wir in unserem Intensivlehrgang Diagnose 2.0. Von daher schaut einfach in den Link in die Videobeschreibung und da könnt ihr das Ganze bis ins Detail lernen, wie man solche Trades dann auch wirklich umsetzt und dann auch aus kleinen Zeiteinheiten nachher heraus die Trades richtig installiert und ausführt. Und jetzt würde ich sagen, bevor ich euch hier länger zuquatsch, schauen wir uns die Trade-Entwicklung einfach nochmal in seiner ganzen Pracht an. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Und hier können wir uns jetzt nochmal zum Besten anschauen, dieses Vorher-Nachher-Bild. Und wir achten einfach nochmal bitte gemeinsam auf den Orderblock. Der wurde zu keinster Weise überschritten. Und das ist das Entscheidende, dass wir oben einen Widerstandsbereich haben, über den der Kurs nicht mehr laufen will.
und wir schauen jetzt, wie sich der Trade entwickelt hat. Und das ist der helle Wahnsinn, meine lieben Freunde. Hier oben liegt der Orderblock und wir haben unsere Position natürlich versucht, im oberen Bereich der Widerstände aufzubauen, von möglichst weit oben reinzukommen, und wir haben eine Position durchwinken können und wir sind dabei, den gesamten Liquidity Pool langsam und systematisch abzucashen, wobei langsam ist hier relativ schwierig ausgedrückt, denn der Kurs gestern ist wirklich mächtig ins Rollen gekommen. Es ging hier in den letzten Tagen wunderbar zur Sache und immer im Rücken mit dem Bullpower Signalfallindikator. Auch die Bullpower MA hier richtig schön oben abgeknickt mittlerweile. Und jetzt beleuchten wir das Ergebnis. Wir sind bei sagenhaften 18.000 Dollar Gewinn. Und das mit nur einer Position. Das ist ein bisschen schade, dass es tatsächlich so gelaufen ist, weil wir hätten hier definitiv mehr rausholen können. Aber wir haben uns halt ja fest hinter die Ohren geschrieben, dass wir, wenn wir mehrmals ausgestoppt werden, in dem Fall waren es dreimal im Audient, dann werden wir das Risiko rausnehmen, weil die Gefahr dann halt langsam wächst, dass wir dann doch irgendwann nach oben ausbrechen. Und dementsprechend möchten wir hier natürlich so wenig riskieren, wie es geht. Dementsprechend konnten wir leider nur eine Position durchwinken, aber das macht nichts. Unser Setup ist aufgegangen und genau das ist doch das Entscheidende, sodass man hier mit dem Trading dann auch nachhaltig Geld verdienen kann. Und last but not least findet ihr den Link zu unserem Trading-Welt-Komplettsystem in der Videobeschreibung und da gibt es unter anderem halt auch das Bullpower-Template von uns komplett kostenlos über einen Broker-Abschluss und auch unseren Intensivlehrgang Diagnose 2.0, wo wir halt genau diese Techniken beibringen, wie man Trades sehr viel effizienter eröffnen kann. Es gibt hier drei Optionen. Das Premium-Paket ist natürlich gerade für Einsteiger, die noch ganz am Anfang stehen und eine Komplettausbildung haben wollen, das Beste, was es so auf dem Markt zu kaufen gibt. Ich glaube, da wird mir auch keiner widersprechen. Jeder, der die fünf magischen Grundgesetze durchlaufen hat und die Gesamtausbildung mit uns gemacht hat, ist einfach total zufrieden. Wir hatten noch nie schlechtes Feedback auf unser Premium-Paket. Und darauf bin ich extrem stolz. So, aber wie gesagt, das Ganze geht natürlich auch kostenlos für die die ein bisschen was sparen wollen. Über Pepperstone beispielsweise, unsere beliebtester Broker, der das Ganze auch kostenlos finanziert für euch. Das heißt also, ihr eröffnet da euer Konto, macht da eure Erstinvestition. Mit diesen dürft ihr dann natürlich komplett handeln. Das Geld bleibt also eurer. Und wir bekommen unsere Serviceleistung in dem Fall dann von Pepperstone gezahlt. Das ist auch ein richtig cooles Abkommen, was wir da geschlossen haben. Und von daher, nutzt die Chance, meldet euch an zum Trading-Welt-Komplettsystem und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und im nächsten Video schauen wir uns dann noch gemeinsam den DAX an, wie der gelaufen ist, denn auch den hatten wir angekündigt und da haben wir natürlich auch noch ein kleines Video für euch vorbereitet. Also, bis zum nächsten Mal, sprengt wieder fleißig das Däumchen, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Audiepi verfolgt habt und vielleicht auch selber profitieren konntet am Fall des Audien. Bis zum nächsten Mal, euer Chris vom Team Trading Welt.